beim Puol TL12, dem 12. Trainingslauf für den Bundesorientierungslauf, lief ich durch südliche Fichtelgebirge und den Steinwald, von Weidenberg nach Kirchenlaibach. Stadt in Weidenberg. Hier gibt es wenigstens noch Kornblumen. Der erste Trail. Die erste kleine Passhöhe habe ich erreicht. Mal schauen, wie sich diese Schuhe hier bewähren. Ja, jetzt geht's mal weiter bergauf. Ganz schön bergauf. Da hinten geht's dann ins Tal rein. Der Bachmann werde ich jetzt die nächste Zeit begleiten. Höhen kam in etwa 820 Meter Höhe erreicht. Ja, jetzt bin ich auf dem Südweg. Das ist der Klausentor Mehlmeißel. Geöffnet von Mai bis Oktober, müsste jetzt so offen sein. Pech gehabt, ist doch geschlossen. Bleibt bis auf weiteres geschlossen. Seine. Jetzt bin ich gerade umgeknickt. Wie getan, aber ging gerade noch gut, glaube ich. So, sehr schönes Tal hier. Na, der Abenteuerweg scheint recht schön zu sein. Ich glaube, ich steige jetzt doch runter. Schöner als dieses Asphaltgehatsche. Jetzt hier runtergelaufen und hier geht's weiter. Das sieht ja recht schön aus. Nennt sich Abenteuerweg. Na, ist doch gleich schöner. Allerdings kann man sich hier auch Zecken holen. Na, oben ist der langweilige Fahrweg und hier dieser wunderschöne Trail. Jetzt die letzte Möglichkeit für ein Abendessen. Ich meine, die Brotzeit ist noch nicht lang her. Aber danach kommt lange Zeit nichts außer Wald, Wald, Wald. Höchstens an der Kösseine noch die Hütte. Aber da komme ich zu spät drauf, wenn ich es überhaupt noch so weit mache. Ja, jetzt geht es ein ganzes Stück bergauf. Bis morgen früh. Nun bin ich auf dem Fränkischen Gebirgsweg. An dem werde ich jetzt noch öfters entlang laufen. Aber nicht immer. Jetzt habe ich mich mit Autan voll geschmiert, weil es hier vor Stechmücken wimmelt. Das wird heute Nacht lustig. Der Trail. Darf ich mal bald einen Übernachtungsplatz suchen. Da innen ist schon die Kösseine. Will ich heute nicht mehr machen. Ja, das war jetzt hier eine Nacht mit vielen Moskitos, war relativ mild, aber die sind mir ständig um die Ohren geflogen, das war relativ unangenehm. 4.45 Uhr bin ich dann aufgewacht und jetzt 5.45 Uhr marschiere ich weiter. Hirschbrunnen.
So, da habe ich jetzt wegen Morgentoilette gemacht. Jetzt geht's weiter auf die Kösseine hoch. Ja, jetzt geht's ganz schön rauf zur Kösseine. Da drüben ist der Steinwald. Da werde ich im Laufe des Tages noch hinlaufen. Das Armesberg, dann der Kulm. Hier der Ochsenkopf. Rechts der Schneeberg. Hier die Kösseine-Hütte. Schöner Weg hier. Jetzt geht's zum großen Haberstein. So, da geht's jetzt hoch. Burgstein. Quellschutzgebiet. Jetzt sehen wir nochmal den See. Das war wohl mal ein Steinbruch. Jetzt mache ich hier eine Schleife, weil da glaube ich ein paar Felsen kommen. Das kleine Felsenlabyrinth kann sicher nicht mit dem großen Felsenlabyrinth nahe der Luisenburg mithalten, ist aber dennoch sehenswert. Das große Felsenlabyrinth ließ sich aus, da ich es schon kannte. Da hat jemand seine Polterausrüstung. Gar noch. Da dürfen wenigstens die Kornblumen noch blühen. So, heute gibt's ein Kassler. Jetzt werde ich dann wohl mehr oder weniger den Zubringerweg vom Gebirgsweg laufen. Aus Waldershof. Da bin ich froh, dass das Gras heute nicht nass ist, weil da hätte ich sofort nasse Füße. Hier ist die europäische Wasserscheide. Die Burgruine Weißenstein ist sicher ein Höhepunkt der Strecke. Da gehen wir jetzt hoch zu dem Turm. Da geht's jetzt hoch. Mit Rucksack. Felsen auf dem Weg zur Platte. Ich
ich auf den Turm hoch, aber diesmal ohne Rucksack. Irgendwo vor Waldhaus. Das ist Waldhaus. Sieht etwas vereinsamt aus. Geht zum Rieseneckerfels hoch. Nochmal ein interessanter Felsen. Heute um 5.15 Uhr aufgewacht, habe sehr gut geschlafen. Anfangs haben die Moskitos wieder genervt, aber dann war ziemlich bald eine Ruhe. Wahrscheinlich war es ihnen dann zu kalt. Jetzt ist 6.20 Uhr. Jetzt werde ich die letzten Kilometer bis zum Bahnhof marschieren. Das werden etwa 27, 28 Kilometer maximal sein. So, wenn ich mich verlaufen musste, querfeld einlaufen. Um auf das hier zu kommen, was sich Weg schimpft. Gewundert, dass ich den vorhin übersehen habe. Alles eingezäunt. Hätte ich mir das gerade sparen können. So ein Mist. Pfannenwald. Da ist der Armesberg, da muss ich jetzt dann hoch. Der Wind, der heute so stoßweise kommt, ist richtig eisig. Das kommt mir nicht wie ein Sommermorgen vor, sondern eher wie ein Herbstmorgen. Der Armesberg ist ein Rest eines Vulkans. Er brach vor 25 Millionen Jahren aus. Armesberg-Gipfel. Einmal die Kirche umrundet. Da hinten ist der Grund, auf dem war ich auch schon mal oben. Irgendwo in die Richtung muss ich dann weiter bis nach Kirchenleibach. Noch etwa 20 Kilometer. So, geht's runter. Und jetzt gab es ein blödes Tor, das ich auf und zu machen musste. Mal ein bisschen Mohn auf den Feldern. Gegen Ende etwas Singletrail. Am Bahnhof in Kirchenleibach erreiche ich das Ziel meiner Tour.